kaufe so. Ich sowas? Tankstelle. Bei den 24-Stunden-Shops, wo du die überfallen kannst. Nicht nur Tankstelle, auch zum Beispiel welche Läden und sowas. Da kaufst du die. Spielehalle kriegst du es auch. Firma. Basis. So, ich lade euch jetzt Symbole, schon mal. Symbole, die aussehen wie Caesar's Palace auf der Karte. So, jetzt saufe ich noch einen. Auch eine tolle Arbeit. Komm einfach zu mir, ich stehe hier gerade vor allem. Enrico. Ich kippe sie hier gleich hoch. Ja. Läuft doch rein. Na, wie findet ihr meine neue Frisur eigentlich? Alter, uiuiui. Was hast du jetzt, Glatze? Nee, ich meine jetzt, wie wir den Top. Soll ich die Mission auf leicht stellen? Ich glaube, auf normal wird sie. Nee, komm, ich lasse auf sie normal. Ich bin bis umgekippt. Einladung sind raus. Ja, ich muss mal kurz warten, bis ich aufwache. Ich hab mich gerade hier totgesogen. Mit einem Glas. Wow. Ich warte mal noch kurz, Kev, damit Enrico mich hier findet, damit dass ich hier mal. Alles gut. Warte. Ich bin eben in einem Container gelandet. Wer bringt mir Polizei mit? Wenn jemand dich sucht. Er ist das selber mit dem kaputten Polizeiauto hier, Alter, Enrico. Ne? Der hat doch gesagt, der klaut nur gerne Polizeiautos. Weil ich es verstanden habe. Ich bin die Polizei. Wolkenkratzer. Gib mir alles, was du hast. Gib mir alles, was du hast. Du darfst die Läden nicht zu häufig überfallen, ne? Weil umso öfter du die überfällst, dann hast du am Ende 4 Sterne teilweise und so. Ich überfall gar keinen. Er hat hinter mir hier geschossen. Toll, danke. Hä? Toll. Ja, bezahl mal $400. Da sperrt er mich da ein. Ich glaube, ich spinne. 1:45. Ja, 12:45, also für, ich sag mal 12:45, obwohl man hier auch sagt 3:45. So. Zu früh im Bad zu sein. Alles gut. So, wenn ihr dann alle bereit seid, dann können wir loslegen. Ich bin bereit, bereit. Bist du bereit? Okay. Machst du heute Party? Ich bin heute Party. Sehr bereit. Heute das große Finale hier, der heißt, dann haben wir sie alle einmal komplett aufgenommen. Die Serie ist zu Ende. Ja. Könnt jetzt alle abschalten. Ah, jetzt kommt aber wie gesagt nochmal der große Knall, also das große Highlight. Und es ist meiner Meinung nach auch damit der geilste Überfall. Oder einer der geilsten, am besten. Wobei Banküberfall, der Gefängnisausbruch auch ganz gut ist. Die mag ich halt extrem gerne. Nee, ich überhaupt nicht. Gerade wenn du als im Gefängnis drin bist, das ist zum Kotzen. Ich mag die genau. Ich spiele halt genau die Mission als Fechter. Dann pfeife ich mir jetzt einen Snack rein. Mach das. Der nennt sich Knoppers. Keine was. Ah, immer diese Schleichwerbung hier. Sogar die schwarze Variante. Ja. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knabbert an seinem Häuschen? So, die Frage ist, wie soll die Rollenverteilung sein? Wie wollt ihr? Warte mal, ich muss halt überlegen. Hacker. Ich will ein Bewacher sein. Ja, ich mach jedenfalls. Ja. Ich kann nicht hacken oder sprengen. Ja. Markus Baby, wie soll wollt ihr sein? Das ist egal, das ist alles offen. Markus ist der perfekte Hacker. Der hat das schon ein paar Mal auf. Der hat das schon. Dann mach ich hier einen Bewacher, dann machst du einen Sprengmeister, Skorpion. So, dann machen wir mal die Verteilung. Ja, noch bin ich Gewahrer. Danke, ich krieg hier. Du hast gerade hier. Oh Gott. Hä? Du hast gerade den falschen zum Sprengmeister gemacht. Ach so, ja. Doch, ist richtig. Aber okay, warte mal, dann machen wir was anders. Dann machen wir mal. Ihr wollt so rum haben, ne?
Ja. Okay, er dann hat auch gedacht, er ist nicht so gut im Sprengmeister. Ja, er ist nicht so gut im Hacken, hat er gesagt. Aber alles gut. Dann und machen Spreng. Ja, dann machen wir's. Nee, alles gut, dann machen wir's genauso. Passt. Also ich finde das gut, wenn Baby Sprengmeister ist, und ich finde sie immer bombastisch. Oh, ey. Ach. Verdammt. Down, 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 down. Geile Maske. Markus, du könntest für Silvester auftreten, denn du bist das ganze Jahr über der Knaller. So, also. Ja, warte mal. Komm, wir machen es hier bei Haus des Geldes. Ich guck gerade, ob ich die Dings hab. Aber die. Haben wir rote Anzüge? Ach, du hast dich gescheitert. Boah! Polizei! Warte, komm, wir machen das. Nee, wir machen das echt wie bei Haus des Geldes. Hab ich keinen roten Anzug? Backstein, nur, okay. Genau, und jetzt bitte auch ihr müsst die Masken müssen, glaube ich, noch angepasst werden. Ach, wir müssen jetzt alle diese Klaus-Maske nehmen, oder was? Ja, eigentlich so diese Anonymous-Maske. Hier steht aber Clown. Clown-Plastikgesicht. Ich habe hier Pumpen-Plastikgesicht bei mir. Da müsst ihr drunter gehen. Das, okay. Habe ich jetzt quasi vor. Aber ja, perfekt. Oh Gott, halt doch. Damit ich bin der Einzige mit Schriftzug, ne? Ne, wir alle haben Schriftzug. Ihr hattet gerade noch keinen Schriftzug. Ja, eben hatte ich auch der Einzige. Deswegen habe ich auch gedacht, ey. Nur diese roten Anzüge. Normalerweise haben die ja nur diese roten Anzüge an. Oh Gott, ich habe eine Tasche. Geil. Und wo ist meine Maske? Die ziehst du dir nachher an. Aber wir müssen eh mit einem Auto fahren. Das ist eh egal. Jetzt höre ich euch nur auf einer Seite. Nicht an. Wie war das mit dem Halter? Ich unauffällig. Ihr packt das mal aus und raumt erstmal die ganzen Autos weg. Bitte aufpassen, wie gesagt, keine Cops alarmieren und sowas. Also keine Sprengnetze. Wir haben gleich genug Scheiße mit den Cops. Das ist direkt hier um die Ecke, ist, ne? Warum fahren wir dafür nicht mit dem Bus? Hab ich auch schon gemacht. Zum Overroll und dann Maske auf und Waffen in der Hand. Ja, wir fahren jetzt mal mit dem Bus. Hab ich auch schon gemacht. Jetzt einfach irgendwelche Missionen mit dem Bus kurz gefahren. Ich hab den Bus geklaut, hab in den Ring gefahren. Er ist recht unauffällig, ne? Hier, wir rennen hier schon mit Knarren auf der Straße rum, ne? Ja, wollte gerade sagen, eigentlich. Die Autofahrer interessieren sich da. Hä? Welche Waffen? Ich hab keine Waffen. Moin. Wir sind hier Schädlingsbekämpfung und so. Oh, aber jetzt rausgenommen. So. Ich habe Kabelbinder. Schönen guten Tag. Einmal so. Bitte die Hände nach oben und auf den Boden legen. So, jetzt erstmal schön hier die Lunchtüten ausgepackt. Om, nom, 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 nom. Du bescheuert auch eigentlich. Warum bringst du ihn um? Ich hab den schon gebracht. Nicht auf die Geiselmitte schießen, sondern nur daneben. Ja, auf den Boden oder so. Daneben einfach schießen, wie bei der ersten heißt. Die Autos sind immer Zweck danach, nur so nebenbei. Die kann man nicht nehmen. Die schleppen die Autos alles ab. Nein, Markus. Ich glaube, die stehen nicht auf. Es reicht eigentlich, wenn ihr die ganze Wand ballert da oben. Enrico, schießt du auch mit? Weil die Einschüchterung ging eben ganz schön nach oben. Einfach neben die Geiseln und schießen, das reicht. Auf den Boden. Ah, der schiebt mich ja Markus hier schon hin. Oh, hier der Gegner. Da sind zwei Wärter runter. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Und er schiebt mich schon förmlich runter. Da sind noch zwei, jetzt kommen. Noch zwei. Können wir nicht um die Geiseln, ich nehme mal die Wärter. Okay. Wir sind oben. Okay.
Ja, da kommt einer von hinten gerannt. Okay, probier. Ich hab den. Aua, ja, wie soll ich dich denn auch treffen? Sau, du dreckige Sau, du, ey. So, super. Der kämpft ja oben am Treppengeländer. Ja, ich hab's gesehen. Ja, ist aber auch schon. Sind beide down. Ich höre euch nur bei der Seite noch weg. Warte, ich muss mal kurz aufladen, meine Inventar. Wie muss das hier meinen Controller bewerten? Da kommt wieder was runter. Ist tot. Wie läuft das bei euch da unten? Alles ja, gut. Wir sind gleich im Tresor. Ganz schön heiß hier unten, ey. Was ist das für ein Glastisch, Alter? Upsi. Das war keine Absicht. Ja, ich hab aus der Seele Geisel getroffen. Aber ist nicht schlimm. Ist passiert jetzt. Ich wollte eigentlich auf den Glas zu schießen, hab zu niedrig gesetzt. Da kommt, da ist ein roter Punkt. Komm mal bitte. So. Ich hab alles drin in der Tasche. Irgendwas steht unten. Bei euch. Geisel oder. Ein Werber. Du lebst doch nicht, renn dich gegen die Tür, ist Leute. So, liebe Leute, war schön mit Ihnen zu arbeiten, außer der Verlust hier unten. Ja, ist passiert halt. Bisschen schwund ist immer. Und nein, die könnt ihr uns letzter nicht anrufen, so nebenbei. Ich bin ja erstmal voll gegen den armen Typen wieder umgebracht. Ja, ich wollte den Glastisch eigentlich zerschießen und hab aus Versehen in den Dings geschossen. Gleich Ich schon, du wolltest einfach nur eine Barrikade bauen für mich. Heimlich. Wie gesagt, die Autos Gott, haben sie abge... Die Maske, der Gesichtsausdruck so... Das sind ja... Maske da noch, da. Oh Gott, das ist so schön. Ja, Yvonne und ich müssen ja aufpassen, weil wenn wir getroffen werden, dann fliegt Geld weg. Ja, deswegen schießt du jetzt mal die Autos weg. Das sieht gerade überhaupt nicht übertrieben aus, was ich beide so. Ich glaube, wir müssen. Lass die Bank. Ja, Gott, ja, wer schmeißt denn hier mit C4 auf mir? Auf mir? Raus aus der Bank? Ja, dann da runter. Okay. Los. So. Jetzt hier runter, da müssen wir dann irgendwann rechts, glaube ich, abbiegen, ne? Ja, erstmal die Kopf da unten wegschießen. Wie hier dazwischen gekommen. Warten. Hinter der Mülltonne steht noch einer. Pass auf. Weiter. Hinter unserem sind auch noch welche. Direkt die Waffe ins Gesicht gehauen, alles klar. Hinter dir, pass auf. Weiter. Wir ziehen mal ein bisschen vor. Irgendwo kann man, glaube ich, hier rechts rumgehen. Genau hier rüber, über die Mauer hier. Tot. Eli? Headshot. Ja, ist eh vorbei. Wir müssen nochmal abhauen. Na, du musst halt rechts über die Mauer rüber und dann da runter, ja.
Ja, das ist, wie gesagt, die ganze ist nicht ganz ohne das Ding. Im Moment ist es doch, das ist einfacher, aber wie gesagt, wir spielen heute die Mission, wie man es eigentlich richtig macht. Portal. Oh, du Scheiße, es sind die gewachsen. Leider kann man auch nicht in die Polizeiwagen einsteigen. Wieso nicht? Ich glaube, du kannst es nicht. Doch. Ich dachte schon, ich konnte es vorhin, glaube ich. Nee, geht nicht. Schade. Aber vorhin wäre fast eingestiegen. Ja, ich glaube, das ging früher mal. Aber das da ist halt keiner mehr. Leute, aufpassen. Nicht, wenn ich direkt daneben stehe, so ein Ding hochjagen. Das ist nicht gut. Leute! So, erstmal die Autos weghauen, da. So. So, jetzt müsste gleich immer der Heli kommen. Hier rechts. Und dann hier über die Mauer einfach. Das ist eine kleine Abkürzung. Ja, ja. Alter. Ja, ja. Immer noch, Alter. Meine Fresse. Ja. Achtung. Oh, war das knapp. Ja, da sieht das drauf, da sind doch die Spezialeinheiten jetzt runter. Vorsicht, da vorne kommt noch ein Polizeiwagen. Ja. Hab ich. Naja, ja, was passiert? Na, er hängt hinterher wieder. Er ist wieder nicht mitgekommen. Hm. Ich habe ja gesagt, aufpassen. Komm, weiter. Ich hab aufgepasst. Alles gut. Wieso bist du 3 Kilometer hinter uns? Ja, weil ich gestorben bin. Du musst auch ein Motorrad nehmen, Ivan. Okay. Pass auf, da steht Minimum noch ein Kopf bei dir. Dann sind wir zum Auto gefahren, so ein Auto haben wir es ganz vergessen. Ja, das Auto, was hier unten in der Garage steht, das ist der Kuruma von mir. Hier unten, ich habe ja das Apartment hier unten drunter. Wobei, ich glaube, du kannst... Willst du es nehmen oder nicht? Wir könnten auch unterwegs einen Polizeiwagen und einen Transporter klauen. Und jetzt passt das zwei Transporter. Aber mir ist es Wurst. Ich weiß nicht, ob ich hier unten drin habe. So, ich kann es machen. Wie gesagt, dann hole ich ein Auto. Alles gut. Wenn es geht, wohlgemerkt. Und? Nee. Ich muss außerhalb des Sichtbereichs der Polizei sein. Ach du Scheiße. Dann lass uns fahren jetzt hier. Naja, alles gut. Dann fahren wir. Oh, Alter.
Gott, Eli. Das wird doch richtig lustig. Einfach ruhig bleiben, Leute, alles gut. Ihr habt mit L3 Nitro für den Fall, dass irgendwas ist, ne? Ja, das weiß ich. Das erwähnst du jetzt schon zum fünften Mal, Kev. Ihr habt mit L3 Nitro, wenn das irgendwas ist, ne? Ich sehe einfach nur, wie das Motorrad hinter mir einfach den Berg runterfliegt. Ja, das war ich. Ja. Au! Ja, das ein bisschen... Scheiße, das sieht nicht gut aus da hinten. Ah, in dem Moment fährt der mich natürlich genau in die Böschung rein. Mein Motorrad ist weg. Geil. Ich hoffe, dass ich ein Auto nehmen kann jetzt. Ja. Du Drecksack mit deiner scheiß Kack-Schrotflinte. Ja, ich habe mir ein Auto geklaut und in dem Moment schießt er mir natürlich in die Reifen. Oh no. Mein Motorrad, oh, no, ist, no, no, mein Motorrad ist halt weg. Der hat bis. Ich wollte mich über die Dings und durch die Böschung reik. Und der sagt dann. Nö. Ich steck dich da einfach rein und dann war das Motorrad weg. Ich meine, ich komme im Auto hinterher, alles ist gut. Entschuldigung, ich muss dich mal hier durch überfahren. Oh, sind die denn aggressiv? Was haben wir denn gemacht? Du hast 5 Sterne, du hast eine Bank ausgeräumt. Klar sind die aggressiv. Ihr habt sogar nebenbei ein Passat. Oh, Alter, geh mir nicht auf den Sack. Ich hab Geburtstag. Das Problem, ich hab gar keine Zeit, mal eben kurz das Auto zu wechseln. Au. Ich hab hinten keine Rad. Ja, das war's. Oh. Leute, ey, Mann. Ja. Ich war schon fast beim Canyon. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist mit den Motorrädern. Ja, eben. Wenn der Polizeiwagen hinter der Brücke vorkommt und wir gehen fest. Sollte man ja eigentlich auch zu zweit fahren, könnte einer wenigstens schießen. Ja, das machen wir jetzt auch. Wir fahren tatsächlich, wir tauschen uns, also setzen zweimal auf die Motorräder. Oder ganz schnell irgendwie in ein Auto und alle da in ein Auto einsteigen. Ja, so. Wir haben es damals mit dem Kuruma halt gemacht, weil ich den aus der Garage holen kann. Unten. Ja, aber das ist, haben sie ja, glaube ich, weggemacht. Nee, es geht. Aber du musst halt aus dem Sichtbereich. Ich kann nicht in der Garage, wenn ich im Sichtbereich der Polizei bin. Ich brauche halt gerade mal ein bisschen Luft von der Polizei. Und dann kann ich das Auto holen. Ach, mir geht. Warte mal, ich mach das anders. Ich hoffe, vielleicht geht's jetzt. Du kannst meine Garage nicht betreten. Scheiße. Ja gut, funktioniert nicht. Alles gut. Scheiße. Hä? Hä? Was? Was? Ich dachte, wir fahren zu zweit. Ja. Ich musste gerade zurückfahren, weil der gepiepst hat, ich hätte das Team verlassen. Ja, weil wir schon vor, weil wir nicht alle auf den Motorrädern saßen. Jetzt. Vor allem hat er uns respawnt und trotzdem den ganzen Verlust der Beute mit einberechnet. Ey. Du verlierst, wenn du stirbst, ja. Natürlich. Hau doch mal ab deine scheiß Karre da, ey. Boah, ich hasse die NPCs. In dem Moment. Nee, ich musste eben tatsächlich selber ein Motorrad betreten, weil sonst geht's nicht. Du musst es halt, dann kannst du halt tauschen erst. Okay, dann hast du es tatsächlich wirklich gefixt, mit dem kleinen Glitch. Aber alles ist gut, ich bin hinter euch, also hinter Markus und Baby. Oh, Mann. Was denn? Jetzt? Hä? Ja, mein Fernseher hier. Oh, aua, von mir! Dieser Drecksbulle, Alter!
Ja, ich... Weißt du, der fährt mit auf den Hügel drauf, damit er dich noch weghauen kann, weißt du? Und dann steigt er nicht ein. Ach, scheiße. Mann. Ah, ich hab schon gar keinen Bock mehr, ey. Was denn? Ihr müsst mal ein bisschen ruhiger bleiben, Leute. Ihr seid viel schon wieder viel zu. Ich bin nicht gestorben diesmal. Naja, aber wie gesagt, ich bin halt. Ich wollte über den Berg hoch und der kommt mit dem Berg hoch und schießt mich dann nochmal. Ja, aber man weiß doch langsam, dass die Polizisten immer links und rechts ausscheren, wenn die dich sehen. Nein, ich bin komplett. Da musst du mal entgegenlenken. Ich bin neben der Straße gewesen und der ist mit dem Berg hoch schräg hochgefahren, um mich noch mit wegzuchecken. Ja, mögliche Anteil 200.000, der ist schon lange durch. Bei 700.000 insgesamt nur. Hä? Ach, du gehst eh bis 500.000 runter. 500.000 ist das Minimum, was wir kriegen. Aber das ist halt in dem Moment einfach so. Lass dich das jetzt in unseren Auto fahren, was wenn denn nicht geht, wenn wir Raketen steigen. Das sehen wir nicht. Oh, Alter! Oh. Wie ist das denn passiert? Was hast du gemacht? Ich bin gesprungen. Er ist gesprungen durch den Müllkanister, was ich auch manchmal mache. Ja. Ist aber genau auf mich drauf gelandet. Irgendwann war mein Motorrad geflogen. Das kannst du auch nicht timen, sowas. Das war gerade. Den muss ich mir speichern. Die Frage ist, versuchen wir es über die Autobahn unten? Nee, ne? Nee, ich fahr die normale Route einfach. Weil du musst doch so oder so irgendwann in den Tunnel da rein. Ja, ich weiß, wo du hin musst. Tunnel? Ja, du musst oben noch durch den Canyon Tunnel, durch. Bevor du den Sprung machst in den Canyon? Dieser etwas der lange Tunnel, der lange Straßentunnel über die Brücke. Ach so. Der Tunnel, der durch den Berg führt, wo die mysteriöse Tür in der Mitte drin ist, wo jeder Gerüchte drüber streut, was denn da wohl dahinter sei. Hm, okay. Kann ich euch sagen. Oh, Alter! Glück gehabt. Ich weiß, was dahinter ist. Ich tut es. Vor allem, ich hab kein Nitro. Ja, weil das nur geht, wenn du bremst oder vom Gas gehst. Achso, gut, ich hänge. Das ist krass. Ja, ich weiß. Das ist kein Nitro. Ja, ich weiß, was du meinst. Wie auch immer, das ist hier diese Bremsdings, ja. Wie weit man fahren muss, ne? Ich hab noch 3 Kilometer oder so, nur noch. Ja, haben wir auch, aber Alter, sind eben 5 Kilometer gewinnen wir, ne? Oh, ab von mir mit dem Scheiß. Diese scheiß NPCs, die biegen halt immer irgendwie ab. Das macht aber die Polizei, Kev, das habe ich doch gerade gesagt. Es sind keine Polizei gewesen, es war ein normaler NPC. Der einfach vor der geraden Strecke komplett rechts quer rüberzieht. Ja. Aber alles ist gut, wie gesagt. Ich bin jetzt schon bei den Lost oben. Gleich. Tja, Bulle. Wie läuft's bei euch da hinten? Gut, aber mir macht eigentlich wieder Enrico Sorgen, der ist schon wieder... Ich fahre nur querbeet ein, damit ich nicht auf den Straßen bin. Ja, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Na, du hängst gleich oben an der... bist gleich oben an der... Ich frage, kann ich hier hoch? Ja. 2,5 Kilometer, okay. Na, du kannst irgendwann ein gutes Stück abkürzen. Ich bin jetzt gleich da, ich habe noch 100 Meter oder so. Pass auf, vor dem Tunnel stinke. Nicht vor dem Tunnel!
Vor dem Tunnel stand noch genug Kopf. Du kannst am Ende, aber bis, glaube ich, letzte Kilometer oder so, kannst du fast komplett abkürzen. Da fährst du einfach links in den Hügel hoch. Ich glaube, danach gehe ich erstmal duschen, wenn wir fertig sind. So schlimm schon. Naja, wenn ich mich konzentriere und mich anstrenge, ja, weil ich halt auch schon ein bisschen inkompetent bin, dann ja. Ach, alles gut, ist ja nichts. Weil ich war im Tunnel oben. Ich war schon durch den Checkpoint. Ich lasse, dass wir den nicht noch übernehmen, weil dann wär's mir viel gewesen. Ich war schon mal 20 Meter weiter als beim letzten Mal. 20 Meter, weh. So, jetzt bitte nicht auf irgendwas drauf fliegen. Irgendwie auch das Gefühl, die haben diesen Boost genervt, die haben den ein bisschen runtergeschraubt, der fühlt sich irgendwie an wie nicht. Was für ein Autobug gewesen gerade da. Ja, im Zweifel halt nicht komplett auf der Straße fahren, sondern halt neben die Straße. Dann kommst du zumindest ein bisschen um die Straßensperren rum. Oh, moin. Uiuiui. Oh, Glück gehabt. Bin auch genau durchgekommen. Ich glaube, 550.000 ist tatsächlich das Minimum, weil die Summe nicht mehr runtergeht. Alter. Scheiß Kopf, ey. Fährt da jemand ein Boot? Nein, wir müssen zu Nein, einem Boot. Nein, das ist das Boot, wo wir hin müssen. Ach so, lol. Du fliegst quasi, du fährst ja quasi bis um dieser Brücke. Da musst du da runter mit dem Fallschirm zu dem Boot und dann fahren wir mit dem Boot raus aufs Meer. Und dann sind wir durch. Wie öffnet man den Fallschirm? Steht da, mit Dreieck, glaube ich. Nein, X, glaube ich. Das ist X? Möchte mit Dreieck wirfst du ab. Kreis, Viereck, was weiß ich. Hier steht da oben angezeigt. Okay. Boah, Alter. Wie weit seid ihr? Ich bin gerade beim Lost Campingplatz. Dann bist du nur ein Stück hinter mir. Ich finde mich jetzt gleich an der Brücke, wo wir eben den Konvoi abgefangen haben. Ich sehe dich auf der Karte vor mir. Ja, Enrico, wie weit bist du? Wie sieht's bei dir aus? Ich hab keine Ahnung. Du musst ungefähr eine Zielangabe haben. Das ist nichts Neues. 2,8. 2,8 Kilometer, okay. Hier fährt gerade ein Kopf einfach von der Klippe runter. Ja, du kannst hier aber links abbiegen, ne? Wo ich lang bin. Dann hast du echt ein gutes Stück. Meinst du hier hoch? Ja. Ich bin jetzt am Checkpoint. Wie gesagt, pass auf, da steht ein Kopf davor. Nö, ich bin links abgebogen und hab die Abkürzung genommen. Naja, meine ich doch, da steht aber ein Kopf vor dem Tunnel. Ich bin durch den Tunnel durch jetzt gleich schon. Ich bin im Tunnel. 1,5. 3. Sehr gut. Du kannst, wie gesagt, das letzte Stück kannst du ein bisschen abkürzen. Wo die Straße zusammenführt, fährst du einfach links den Hügel da hoch. So, ich bin jetzt an der Brücke.
Nein, nein, nein. Oh, Alter. Das ist noch nicht die Brücke, das ist noch ein Stück. Ja, ja, ich weiß. Ich bin da runtergerutscht. Ja, wir müssen eh warten, bis der Rico da ist. Hier ist doch in der Nähe auch das Altruisten-Camp, ne? Nicht allzu weit weg von hier. Pass auf, da kommt ein Auto runter. Oder auch nicht. Da steht ein Polizist, ein Einzelner. Ist das Controller? Würfelt man jetzt den Fall schon? Nee, ich muss erstmal durch den Tunnel fahren. Fahr doch erstmal weiter, du hast noch ein ganzes Stück. Du hast doch ein ordentliches Stück zu vor dir dann. Das sind, glaube ich, dann nochmal 3 Kilometer oder sowas. Oder warte, lass uns bitte mal hier kurz warten eben. Die Polizei kommt ja jetzt gerade hier nicht. Weil dann einfach mal sammeln, dass wir uns gerade ein bisschen zusammensammeln. Weil es bringt jetzt nichts. Ich muss hier mal ein bisschen hoch gerade wegen dem Gefälle. Wir haben noch 4 Minuten 40, wir haben noch Zeit genug. Die Frage ist, pass auf, bei dir jetzt kommt steht der ein Kopf gleich auf dem Weg. Ansonsten hast du dann eigentlich Ruhe. Du bist durch die Brücke jetzt durch, ne? Ja. Gut, dann kommt jetzt gleich, wo du bist, müsste jetzt gleich ein einzelner Kopf stehen. An dem müsstest du vorbei und dann ist eigentlich Ruhe. Danach hast du nichts mehr. Perfekt, dann bist du schon an der Stelle durch. Das sieht gerade ein bisschen komisch aus. Was denn? Die Marco sich gerade zurückgelegt hat. Der war für mich schon fast in meinen Körper drin. Das mag er, das will er ja. Das ist doch das Richtige, wenn ich in deinem Körper drin bin. So. Das ist doch der Sinn der Sache. Bist du denn da? Du bist da hoch. Okay. Komm mal bitte hier runter, wo ich... Du jetzt auf, was du machst hier. Ja. Da kommen jetzt gleich Klippen und da fällst du runter. Richtig. Komm erstmal hier runter, wo wir stehen. Genau, perfekt. So. Ich fahre jetzt auch ein bisschen vor, ich muss mir das nämlich jetzt auch angucken. Ich habe den auch schon länger nicht mehr gespielt. So, und da vorne geht's dann gleich. Ja, hier ist nämlich noch ein Checkpoint. So, und es geht jetzt hier links, hier rechts runter. Weißt du, da oben ist ja. Du siehst ja da oben die. Genau, Markus macht's vor, da runter. Wer ist denn geöffnet jetzt? X. Nein! Oh, du musst aber vorher auch vom Motorrad absteigen, ne? Glück gehabt. Nein! Na, ist egal, ist es nicht tragisch. Alles ist gut, solange jetzt nicht noch einer stirbt. Ich hänge hier fest, Hilfe. Voll. Weil ich habe auch Glück gehabt, meiner hat sich nämlich weggedreht. Ja, wie mache ich das jetzt? Weil ich habe ja kein Fahrzeug mehr hier oben. Du musst einfach nur runter normal. Ansonsten läufst du da runter. Ich komme nicht weg. Wo bist du denn? Ich stecke so einen blöden Baum fest. Sie ist nicht rechtzeitig abgestiegen und ist deswegen zu tief abgesprungen vom Motorrad. Können wir eh neu starten, die Mission. Hat sich schon wieder erledigt. Wieso? Na, wenn die beiden nicht... Guck mal, wir haben noch 2 Minuten 30. Wenn die jetzt zu Fuß laufen, hier bis zum Boot... Weißt das du, reicht von das der Zeit her. Ich bin frei. Da oben kommt schon einer runter von euch. Das bin ich. Okay, ich schwimme hinterher. Wir fahren mit dem Boot einfach entgegen, wenn es möglich ist. Weil ich bin auch zu spät runter. Bin zu früh, deutlich zu früh runter. Pass auf, Markus, warum fahren mich nicht? Im Zweifel fahren wir dir mit dem Boot entgegen. Ja, aber trotzdem müssen sie erstmal herkommen. So, perfekt. Komm, 2 Minuten noch, Leute. Ja, warum kommt Baby runter? Nee, das ist Enrico, der jetzt erstmal kommt. Ach, Enrico, ja. Du kannst ja gerne Baby nennen. Wo willst denn du hin, Enrico? Hier sind wir. Hey. Oh, Glück gehabt. Weiter, komm zurück zum Boot. Minute 40. Komm, Leute. Dann haben wir es fast geschafft. Wir müssen nur bis zur Brücke, dann ist, glaube ich, die Zeit erstmal weg. Baby, komm zum Wasser hier. Wobei ich glaube, dass wir den Checkpoint doch erreicht haben, dass wir quasi dann hier um Boot landen. Nein. Echt? Müssen wir nochmal kommen? Ja, du müsstest dann nochmal. Schnell, Baby, hier. Vorsicht, nimm einen einfachen. Aber Vorsicht hier, wenn du hier runterkommst, hier ist nicht große Klippe. Nee, weiter andere Richtung hier. Scheiße.
Weißt du? Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben jetzt! Jetzt, Baby ist gestorben. 50 Sekunden, komm. Schnell. Schnell ins Boot und dann müssen wir zur Brücke. Alter, wie du schwimmst jetzt da drunter, du sollst auch ins Boot, Mann. Wo schwimmst denn du hin? Das hab ich ja gerade gefragt, wo. Let's go. 30 Sekunden. Nee, Zeit ist weg. Alles gut, wir haben's geschafft. Wir müssen nur ins Boot kommen. Boah, Gott sei Dank, ey. Und jetzt, pass auf, es passiert irgendeine Scheiße. Jetzt haben wir das Boot fest oder so. Oh Gott, du willst gerade einen Baum festigen? Die Mucke. Ich habe keine Musik an beim Spielen. Ja. Wir haben es geschafft, Leute. Was für eine Mission, ey. Was für eine scheiß schwere Geburt, ey. Da hänge ich erstmal so einen Baum drin fest. Der Baum war für mich schon in meinem Körper drin. Nur die Hälfte von dem Geld, was eigentlich geplant war, und er freut sich trotzdem. Ja und? Besser als gar nichts. Wir haben über eine halbe Million da rausgeholt aus dem Ding. Klar, wir hätten Millionen schaffen können, aber ja, hätten wir nicht schaffen können. Nee. Aber wer das schafft, der ist wahrscheinlich Legende oder hat Hex. Alles gut, wir haben es aber trotzdem geschafft. Das ist erstmal das Wichtigste. Gefühlt im fünften Versuch, aber wir haben es geschafft. Oh, ich bin tot. Du hast die Mission geschafft. Du bist vorher durch gewesen und jetzt hast du die Mission geschafft. Ja.